Und dann haben wir theoretisch immer noch das gute alte, die gute alte Lumina-Zone, die wir noch machen müssen. Sich zu langsam. Nee, das ist gerade aus von, das ist gerade aus von. Die reagiert nicht. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ach so schön, okay, gut. Ich dachte, ich muss noch irgendwas machen. Da sind wir schon raus, jawohl. Gute Runde. By the way. Ein toller Schnappschuss, okay, bin ich gespannt.
was das genau ist. Die wundervollen Mantax. Nein. Marmolida, 3 Sterne schlafend. Libiskus. Ganz spannend. Finion, 3 Sterne. Lumineon, 1 Stern. Shigi, 1 Stern. Carpador, 1 Stern. Quabbel, 3 Sterne. Wummer haben wir ein 2-4 Sterne Fotos. Und Willi haben wir noch eins. Auf geht's. Und dann geht's noch einmal unten rum. Hast du mal klappt mein Controller aus der Hand gehauen? Meines Wissens müsste doch jetzt eigentlich unter Wasser ein Pokémon auftauchen. In den Tiefen. Okay, gut. Ich weiß wo. Ich weiß wie. Es muss noch kommen. Letztes Mal ist es anscheinend an uns vorbeigeschwommen. Haben wir nicht genug aufgepasst. Angriff war Vorschuss Level 3, hieß es. Schauen wir mal. Ich würde sagen, da könnte nichts mehr dazukommen, aber wir müssen nochmal unten rum. Weil meines Wissens da unten ein Pokémon gibt, was cooler ist als alle anderen. Deutlich cooler. Schon. Mal schon. Ich brauche jetzt nicht mehr so viele Fotos. Aber da müssen wir runter. So.
sagen. Lumpy bleibt wach. Ne, wir haben es nicht geschafft. Iskalar ist durch. Stami. Schade, ich dachte, da scheint vielleicht irgendwas, aber gar nichts. So, wir müssen danach dem Landtouren helfen. Wenn wir Landtouren helfen, das Landhorn. Jawoll. Landtun macht sich nämlich dann selber Licht und durch das Quabbel Geister-Pokémon sind, reagiert Quabbel nicht so ganz darauf, wie es sollte. So, und da müssen wir jetzt aufpassen, weil das ist der Lugia-Bereich. Ist kein Brüllen am Meeresgrund. Schade. Dachte, dass wir das vielleicht schaffen können, aber nope.
Enttäuschend, schade. Hatte ich mir irgendwie gerade mehr erhofft. Schade. Dann geht's halt jetzt in die Lumia-Zone. Ah, okay. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Iskala. Zwei Sterne. Stami haben wir da gekriegt. Dann sind wir fertig. Landhorn. Drei Sterne. Haben wir da vier Sterne noch? Nein, haben wir nicht. Kabel. Carpador. Mili, Weimar. Und ein Haufen Tektas. Schade. Let's do this. Nice work. Okay, anscheinend müssen wir Lugia aufwecken. Alternativroute, ja, ja, Landhund folgen. Das machen wir eben folgen. Ja gut. Wir haben nicht alle Dinge aktiviert, deswegen war es nicht unten. Okay, gut. Ja, das ist eine Aufgabe, die können wir mal schauen, dass wir die irgendwann mal machen. Aber dann passt das. Dann habt ihr das nämlich jetzt alles mal gesehen, wie das läuft. Na super, haben wir dann ein Foto auf Level 3 gehabt. Luminären von vorne, ich habe mehr Punkte, das ist gut. Landhorn, das Foto ist süßer, nehmen wir das dann mit. Quabbel, bleiben wir bei dem. Dann würde ich sagen, ist als nächstes tatsächlich, also da liegt Lugia dann, und da müssen wir eben diese Lumina-Kugeln aktivieren. Wenn es da gewesen wäre. So. Aber es war ja nicht da. Also nehmen wir es eher nächstes die Lumina-Pokémon-Mission wahr. Zum Basiscamp zurück. Genau. Dann haben wir sowieso hier 8 schöne Folgen aufgenommen, sehr viel. Das ist eh viel. Genau, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V und wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei Let's Play New Pokémon Snap. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns.